Für Menschen, die auf der Straße leben, ist der Hund oft der einzige Freund. Für ihn geben sie ihr letztes Hemd. Aber ist das Tier krank, wird es schwierig. Ein Tierarzt zu teuer. Deshalb hat der Düsseldorfer Verein 50/50 Asphalt vor 18 Jahren das Projekt Underdog gestartet. Dafür behandelt ein Team aus ehrenamtlichen Tierärzten die Hunde der Bedürftigen kostenlos. Ohne uns sähe es natürlich für die Tiere schlecht aus. Und weil diese Bedarfslage da ist, sind wir ja gegründet worden. Alle zwei Wochen fährt ein tiermedizinisch gut ausgestatteter Bus des Vereins ans Rheinufer. Mehrere Stunden kümmern sich die Tierärzte um ihre Patienten. Dr. Thomas Sabel ist einer von ihnen. Der 59-Jährige engagiert sich neben seinem Vollzeitjob seit fast 15 Jahren für das Projekt. Hier sind über die Jahrzehnte Freundschaften, Vertrauensverhältnisse gewachsen. Wir gehen durch Feuer und Wasser mit einigen von den älteren Kandidaten und natürlich ist das befriedigend, beglückend. Die Tierärzte versorgen die Tiere, behandeln sie mit Medikamenten oder machen regelmäßig Check-ups. Deshalb ist auch Bayram mit seiner 4-jährigen Hündin Moni heute da. Der 62-Jährige verliert vor 5 Jahren seinen Job, weil seine Hüfte kaputt ist. Dann fliegt er aus seiner Wohnung und landet auf der Straße. Nur seine Hündin gibt ihm noch Halt. Ich liebe ihn. Ohne sie werde ich kaputt. Sehr guter Hund ist, intelligent. Beim Abtasten fällt Dr. Sabel auf, dass Moni scheinschwanger ist. Ihre Zitzen sind warm und entzündet. Die Lösung? Das heißt, das Gesäuge wird jetzt gekühlt. Die Entzündung und auch diese Milchproduktionsaktivität nehmen dadurch ab. Durch essigsaure Tonerde. Also ein Oma-Rezept eigentlich. Fast alle Medikamente gibt es bei Underdog kostenlos, auch Monis jährliche Impfung. Finanziert wird das alles über Spenden. Mach's gut. Vielen Dank. Jo, tschüss. Tschüss. Bis zu 50 Patienten warten pro Einsatz auf Hilfe. Auch Sky, die eine Hauterkrankung hat. Joel und Angelo leben auf der Straße. Trotzdem haben sie die Hündin kürzlich von Bekannten übernommen, weil die Sky vernachlässigt haben. Bei Tierheimen und Polizei sucht die 22-Jährige Hilfe. Vergebens. Hilfe für diesen Hund gibt's gefühlt gar nicht. Ich bin so verzweifelt. Underdog ist ihre letzte Hoffnung. Dr. Sabel untersucht die Hündin ausgiebig und vermutet Parasiten. Die muss eigentlich zu einem Hautspezialisten, der einige Untersuchungen mit ihr macht. Also es kann sein, dass ihr euch einen Hund ans Bein bindet, für den ihr überhaupt nicht die Kosten tragen könnt, wenn ihr den richtig versorgen müsst. Denn für Labor und Hautarzt müsste Joelle einen Eigenanteil zahlen. Geld, das sie nicht hat. Sie bedeutet mir einfach unfassbar viel und es tut einfach weh, weil ich auch weiß, ich kann ihr nicht helfen und ich würde ihr so gerne helfen, aber ich weiß, ich kann es gerade nicht. Nicht nur finanziell sieht es schlecht aus. Durch Sky hat Joelle keinen sicheren Schlafplatz mehr. In Notunterkünften sind Hunde verboten. Ein Schicksal, das sie mit vielen anderen Obdachlosen teilt. Auch Christian schläft seit Monaten jede Nacht draußen. Seinen Welpen Bärchen will er nicht auf der Platte zurücklassen. Es tut meiner Psyche, die ich habe, sehr gut. Ja, leider an Tourette und anderen Störungen. Das baut mich so ein bisschen auch auf. Also er ist mir wichtiger als ich mich selber. So fällt der 40-Jährige aber auch schnell durchs Raster, hat keine Anlaufstelle im Notfall. Für Menschen wie ihn ist bei den Einsätzen von Underdog immer die 32-jährige Streetworkerin Jana Rosnowski dabei. Mein Aufgabenbereich ist dann das Ende der Leine, zu gucken, kann man den Menschen irgendwie weiterhelfen, was kann man für die tun, Beratungsgespräche anzubieten etc. Ein Angebot, das auch Christian regelmäßig nutzt. Über den Verein hat er jetzt sogar eine Wohnung für sich und Bärchen in Aussicht. Aber deswegen finde ich das Projekt so gut, weil wir versuchen, irgendwo eine Hilfe oder eine Stütze zu sein für Menschen und für Tiere. Und dafür geben die Ehrenamtler alles. Auch für Sky hat Dr. Sabel mittlerweile eine Lösung gefunden. Er will es erstmal mit einem kostenlosen Medikament gegen Hautmilben versuchen. Und dann tropft ihr das in den Nacken hinten, da wo das Halsband aufhört, wo sie nicht selbst lecken kann. Ja, okay. Und das macht ihr alle 2 Wochen. In den nächsten Monaten soll Joel regelmäßig mit Sky vorbeikommen, um zu schauen, wie die Therapie anschlägt. Ich bin erleichtert, dass sie jetzt Medikamente bekommen hat. Mega gut. Echt.